Ja, ich glaube, die meisten von euch wissen das. Also, die Geschichte fängt sehr traurig an, wie du gesagt hast, 86 ja auch traurig anfängt und hinterher dann Gott aber doch das letzte Wort hat. Und ja, also ich habe letztes Jahr am 8. Juli einen schweren Zusammenbruch gehabt. Ich habe vorher sehr viel Stress gehabt im Leben und war total überarbeitet und überfordert mit der familiären Situation zu Hause. Und am 8.7. am Selbstmord von meinem Vater bin ich total zusammengebrochen. Und ich kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe ein Gedächtnislücke gehabt, ich konnte nicht mehr essen, ich habe alles erbrochen, also richtig körperlich und psychisch zusammengebrochen. Und die Nacht, die kommende Nacht, konnte ich dann natürlich auch dementsprechend schlecht schlafen. Und die habe ich dann auf die Treppe verbracht, zwischen den Wohnungen, wo mein Sohn oben wohnt und Mama unten, weil die Angst schon beide gehabt haben und nicht gewusst haben, wie die Nacht überstehen. Und als ich auf der Treppe saß, da habe ich dann angefangen zu beten und habe gesagt, Jesus Christus, ich rufe jetzt den Notstand über mein Leben aus. So wie man es in Amerika ausruft, das heißt dann, dass sämtliche Mächte und Gewalten und Regierungen, die irgendwie irgendein Anrecht am Staat haben und irgendwie in Regierung mit reinreden könnten, dass die alle außer Kraft gesetzt werden und dass nur noch der Oberbefehlshaber des himmlischen Heeres, dann in meinem Fall Jesus Christus, in Amerika ist natürlich dann der Oberbefehlshaber des amerikanischen Heeres, aber dass Jesus Christus jetzt wirklich voll die Kontrolle übernimmt. Und eigentlich ziemlich gleich nach dem Gebet, das war so 4:45 morgens, kam mir die Idee im Internet, ich bin immer kleiner christlicher Vogel, und dass ich das da reinschreibe und habe nur reingeschrieben, was passiert ist und dass ich in Zukunft nicht mehr schreiben werde, also zumindest in nächster Zeit nicht. Eine gute Freundin, zu der ich allerdings den Kontakt verloren gehabt habe, die Hanna, die ist heute auch unter uns, die hieß es wohl zufällig 2 Minuten später, die war in dem Forum schon ganz, ganz lange nicht mehr drin, und ruft mich an und fragt mich, ob sie mir Hilfe anbieten kann. Sie kennt einen Pfarrer in einer Klinik, in einer christlichen Klinik im Harz, ob sie mit ihm Kontakt aufnehmen kann. Und ja, und so rief mich dann 4 Stunden später Reimer an. Sie haben uns kennengelernt. Also es war wirklich eigentlich schon mal ein Herrschaft Gottes halt. Naja, dann gibt das ja natürlich weiter. Da wäre ja nicht so, wenn ich dich angerufen habe und dich gefragt habe, willst du meine Frau werden? Also so rucki zucki ging das ja nicht. Da liegt ja viel dazwischen. Und wie gesagt, ich komme aus einer kaputten Beziehung. Und für mich war das Thema Beziehung zu einer Frau eigentlich erledigt. Ich habe in irgendeiner Mode da in einem kleinen Ort ist mit 3000 Einwohnern, nicht am Fenster gesessen und mit dem Fürstecher geguckt, wann kommt da mal eine richtige Frau für dich über den Weg gelaufen. Für mich war das Thema erledigt. Ich habe mich da also in der Klinik noch als Seelsorger betätigt und wie gesagt, sie kam dann. Ich habe mir möglichst schnell auch einen Platz besorgen können da. Naja, und nun ist es ja wieder so, dass du erzählst, wie die erste Zeit auch so verlaufen ist. Also Reimer hat ihn zunächst 2 Mal in der Woche besucht, die ersten 2 Wochen. Und der Chefarzt hat sehr schnell begriffen, dass das bei mir hauptsächlich auch ein Problem zwischen mir und Gott ist, also ein seelsorgerliches Problem. Und hat den Reimer angerufen, ob ich jeden Tag komme. Und er hat mich wirklich jeden Tag besucht. Meistens hat er nur meine Tränen und mein Leid auf Frage und nur meine Anklage gegen die Welt und auch gegen Gott anführt, mit mir betet. Mit der Zeit ist eigentlich das Aufbrochen auf Schuld, die so in meinem Leben auf mich lagen, haben die Sachen, die ich einfach verkehrt gemacht haben, wo ich irgendjemand gestanden habe oder mit einem Mensch zusammen vor Gott gebracht habe. Und sind wir dann zusammen bereinigt. Und als ich aus der Klinik nach insgesamt 12 Wochen in Klasse war, hat er mich dann anschließend da jeden Tag angerufen, wenn jeden Tag miteinander redet und jeden Tag miteinander betet, manchmal bis 2-3 Minuten, manchmal noch. Ja, dann habe ich nochmal eine Therapie gemacht in der gleichen Klinik, kam wieder hoch, er hat mich von der Bahn abgeholt. Wir haben am ersten Abend selber wir sind essen gegangen und dann bin ich im Mutterhaus erstmal nachts übernachtet, also in einem Hotel quasi.
und dann am nächsten Tag in Klinik und habe als erstes erfahren, dass ich den Kontakt mit dem Rainer nicht wünsche. Die Chefärztin hat ein persönliches Problem mit ihm, das wollen wir nicht ausführen. Ja, und so durfte ich ihn dann erstmal nicht mehr sehen und auch nur telefonisch sehr spärlich mit ihm kontaktieren. Und das ging fünf Wochen lang so und dann hat sich wieder unser Chefarzt der Klinik eingeschaltet und hat dann die Chefärztin, mit der ich zu tun habe. Also man muss vorstellen, die Klinik hat mehrere Abteilungen. Und jede Abteilung hat einen Chefarzt. Und der Chefarzt von der gesamten Klinik ist der, der das Sagen hat. Der war im Urlaub und dann ist der wiedergekommen und dann hat er das mitgekriegt. Ich habe den aufgesucht und ich bin mit dem sehr gut befreundet. Und der hat dann dafür gesorgt, dass diese Entscheidung der Ärztin, der Chefärztin der psychotherapeutischen Abteilung aufgehoben. Ja, dann durften wir uns sehen und ich habe auch meinem Therapeuten versprochen, dass ich therapeutische Sachen alle in der Klinik lasse. Und ich habe dann zum Rainer gesagt, du weißt alles von mir, also bei Menschen weiß ich nur so viel wie er. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich möchte mal von dir erfahren, das tut ihm eigentlich gar nichts. Und er soll mir mal seine Lebensgeschichte erzählen. Und dann haben wir uns am Sonntag drauf getroffen. Und da hat er dann erstmal seine Lebensgeschichte erzählt, die er aus der Frau turbulent ist. Und sagte dann am Schluss von der Lebensgeschichte zu mir so, ja, ich bin ja ein digitaler Beziehungsmensch und ich könnte mir jetzt vorstellen, mit dir eine Beziehung zu führen. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, wie wir seelsorgerlich zueinander stehen. Du kannst ja oder nein sagen, du kannst überlegen, solange du willst. Und ja, lass du das doch im Kopf gehen. Und dann gab ich mir im Kopf so einen Film ab. Und ich habe gedacht, ist das jetzt so Seelsorge und Beziehung aus? Und also bei mir war es so immer drin, also ich wollte eigentlich keinen Partner mehr überhaupt nicht mehr, bei mir war das Thema durch. Und ich habe dann immer nicht so Widerstand gehalten und so im Herz schon ein bisschen mit mir ausgemacht. Ich bin dann jetzt ein bisschen abschieben auf langer Bank und wenn ich dann die Therapie beenden kann, kann ich sowieso den Kontakt dann ganz abändern. Und dann hat er was gesagt, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, weil ich das in meinem Leben auch kenne. Er hat gesagt, er hat verschiedene Träume gehabt, wo ihm das von Gott klar gemacht worden ist. Ja. Ja, also das ist so, ich meine, du hast gerade gesagt, auf die lange Bank, das hat sich ja doch ohne von unserem Kennenlernen bis zu unserer standesamtlichen Hochzeit wirklich auf eine lange Bank geschoben. Aber diese Geschichte, wollen wir hier nicht erzählen. Ich bin eine Nacht wach geworden durch einen Traum, der mich so weit von verwirrt hat. Da habe ich gesehen, wie ich mit ihr vor dem Tower da stand. Und habe ich gesagt, das ist ein Maler, kann nicht sein, das ist schädlich. Also ich finde das. Und dann habe ich irgendwie, Gott, der Schlimme ist ja, ich gebe dir meine Hand. Ich habe Angst, dass ich jetzt mit dir mitlaufe. Ich habe gesagt, also Gott, das kann nicht stimmen. Du musst mir da irgendwie eine Bestätigung geben. Und die Nacht darauf hatte ich den gleichen Traum. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich in meinem Leben bisher immer so ein bisschen als lächerlich angesehen habe. Ich habe mir die Bibel genommen und habe gesagt, so Herr, jetzt will ich genau wissen. Habe die Augen zugemacht, die Bibel aufgeschlagen und meinen Finger auf einen Vers gehalten, dann mache ich die Augen auf und da steht, die beiden werden ein Fleisch sein. Jetzt kann man sagen, das ist verrückt. Innerlich so Liebesgefühle oder Empfindungen hatte ich überhaupt nicht. Sie war eine gute Freundin von mir. Und es war so, dass ich gesagt habe, was willst du damit? Ich sagte der Frau. Ja, und dann kam dann der besagte Sonntag und wir sind spazieren gegangen und ich habe ihr dazu beiläufig gesagt, aber könntest du dir vorstellen, meine Frau zu werden? Oder ja, das habe ich ja gemacht, glaube ich. Und ich habe gemerkt, wie die fast von Hocker gefahren ist. Weil das für sie genauso unwahrscheinlich war. Und
geächtet, dass die mir sagt, du hast eine andere Mütze. Ja, so eine Mütze war nicht. Du bist ein bisschen in diesem Jahr 70, immer das sind 22 Jahre Altersunterschied. Da wird man doch als normaler Mensch sagen, boah ey, Alter, du brauchst normal. Ja, ist doch, nee, ich glaube, dass diese Situation mein Leben so in Betracht genommen hat, dass ich auch die Freiheit hatte, ihr das so zu sagen, mit dem Bewusstsein, die kann Nein sagen. Ich glaube nicht, dass ich ihr deswegen böse gewesen wäre. Ja, und wie ist das dann bei dir weitergegangen? Ja, also mein Schluss stand eigentlich nach wie vor fest, als wir uns verbinden an dem Tag, dass ich nicht Nein sage. Und dass eben das so bis nach der Therapie rausgekommen ist, wir haben Ausrede getraut, wir haben uns treffen wollen und hinterher das dann einfach auslaufen lassen. Ich wollte dann das Telefon gehen, den Anruf. Ja, und so bin ich abends ins Bett gegangen, habe natürlich vorher betet, habe das aber gar nicht bloß vorgebracht, die Situation und kurz eben angeschnitten und habe dann in der gleichen Nacht auch einen Traum gehabt. Als ich hatte Träume, dass ich auf dem Erdboden verschluckt wäre. Also der Spur muss verschwunden. Kein Mensch hat gewusst, wo er ist. Und ich dachte, am nächsten Morgen, wo ich aufgewacht bin, also erstmal habe ich gleich die Panik gehabt, weil ich merke, er bedeutet mir wirklich sehr viel. Also zumindest als Vertrauensmensch, als guter Freund, den möchte ich nicht ganz verlieren. Und ja, habe dann aber keine wirklich große Gedanken gemacht, nur so ein leichter Anflug von Panik. Und habe dann versucht, ihn anzurufen an dem Tag, sowohl auf dem Festnetz als auch im Handy. Und der Hammer war dann, dass an dem Tag anscheinend nur sein Telefon ins Zusammenbruch war, und zwar beides, Festnetz und Handy, von jedem herein, jeden anrufen, nur ihn nicht. Und für mich wurde das dann eigentlich so eine grausame Wahrheit, der Traum. Da ist das ja aus meinem Leben verschwunden. Und ich war dann richtig in Panik verfallen. Und erst am Dienstag sind wir uns wirklich zufällig über den Weg laufen. Und die hatten das dann erzählt, dass sie geträumt haben, dass sie auf dem Erdboden verschwindet. Und er hat dann gelacht und hat gesagt, Quatsch, wir verlieren doch den Kontakt nicht. Und dann haben wir aber nochmal zwei Tage Zeit genommen, bin dann wirklich, habe mich zurückgezogen, bin dann ins Gebet gegangen und war mir dann sicher und habe dann am Donnerstag gesagt, ja, ich kann mir eine Beziehung vorstellen, wie auch immer. Also, ich glaube, so richtig vorstellen kannst du doch nicht. Naja, und dann habe ich gleich seine Kinder angerufen, gell? Oder euch Bescheid gesagt und ja, Wohnung kündigt. Oh, sofort. Also ich habe dann sofort meine Segel abgestrichen und Wohnung gekündigt und ja, und jetzt sind wir dann hier und wir haben also wirklich über sehr eigenartige Verfahrensweisen bestimmter Standesämter fast 4 Monate auf eine Heiratsurkunde von mir warten müssen, die quer durch Deutschland gegangen ist, bis dann an irgendeinem Sonntag plötzlich morgens ein Postauto, ich dachte, da kann ich die ganze Geschichte dahinter, die Gäste, die Freunde, die mit uns heute Nachmittag ein bisschen Abend gehen, die kriegen das mal so. Moni hat da so einen tollen Bericht geschrieben, das ist richtig druckreif. Stand dann an einem Sonntagmorgen kurz vor dem Gottesdienst ein gelbes Postauto bei uns vor der Tür. Es stieg jemand aus, einen Anzug an, Krawatte und hat einen Brief in der Hand. Rutsch hier ein Herr Rehbein, ich sage ja. Sie müssen vielmals entschuldigen. Beim Reinigen unseres Postautos haben wir diesen Brief an Sie gefunden. Und zwar, die haben ja so Boxen, wo die ihre Post transportieren. Und manchmal sind die sehr voll. Und dann ist wohl der Brief darüber gerutscht, zwischen so einer Abgrenzung. Und wenn die alle 6 bis 8 Wochen ihre Autos general reinigen, da ist denen dann aufgefallen. Und ihnen war das so peinlich. Ja, und dann geht es noch ein bisschen weiter, aber das erzählen wir dann hier nicht mehr. Ja, ja, erzählen. Ja, du darfst noch viel sagen. Weil Rainer sich vorhin bei verschiedenen Leuten bedankt hat und gesagt hat, er freut sich, dass sie hier sind. Eigentlich müssen wir jeden Einzelnen dann, uns bei jedem Einzelnen bedanken. Ich gehe mal hinter hier rein. Also ich möchte mich auf jeden Fall beim Frank bedanken, der ja mein Pastor hier ist, also Pastor Frank Marder, also
Kirche hier, der mich auch sehr unterstützt hat in der schweren Zeit. Seine Frau ist Therapeutin, die hat mich dann therapeutisch begleitet. Und ja, da hat mich da wirklich auch Rückfrage, auch mit Anrufe, mit Hilfe, mit E-Mails und auch geschrieben. Und das ist ja immer eine tolle Unterstützung. Dann die Gemeinde hier, auch kam so viel von der Gemeinde. Und ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, wenn man Freunde, wenn man eine Gemeinde hat, in der man Gebäude ist. Und dann natürlich auch ein Freundeskreis. Und eben die Leute aus dem Chor, auch, die das auch, also erstmal total lieb zu mir waren und wo auch viele sich wirklich auch um mich kümmerten und ja, mich da durchtragen und auch Ämter von mir ganz problemlos übernommen haben. Und das soll jetzt wenigstens auch. Ja, finde ich alle auch gut. Also, ich denke, alle, die hier sind, sagen wir Danke. Es gibt Facebook-Freunde, ich bin bei Facebook. Ich bin nicht Facebook, nein, ich bin bei Facebook. Und da habe ich inzwischen so liebe Leute kennengelernt, die sind heute auch hier. Der weiteste, der angereist ist, ich weiß nicht, Kiel ist weiter als die Schweiz, aber aus der Schweiz haben wir Leute hier, eine junge, nette Frau, die ich auch jetzt von Angesicht zu Angesicht treffen kann. Ja, und dann noch andere Freunde und dann meine beiden Musikerkollegen, Bernie und Mario. Du sagst mir zu Hause sehr oft, ich soll das Licht ausmachen. Das hast du mir dreimal hintereinander. Also so ist hier live. Ja? Wir freuen uns, hier gemeinsam unseren Weg gehen zu können, hier auch den Segen Gottes zu erfahren. Vielleicht noch eine Bemerkung, die mir ganz wichtig geworden ist. Es gibt Momente im Leben, da müssen keine Träume sein. Es gibt Momente im Leben, da weiß der Mensch genau, hier redet Gott. Und dann hat er zwei Möglichkeiten. Sich entweder zu erklären und sagen, ja, Herr, ich höre. Oder aber sich auf dem Absatz umzudrehen und zu sagen, ich höre nicht. Wir haben einen barmherzigen Gott. Vielleicht kann dieser Gottesdienst, diese Trauung, auch mit dazu beitragen, dass der ein oder andere mitkriegt, boah ey, Gott ist nicht nur eine Vokabel, die man buchstabiert, G-O-T-T, unter Opa total taub, sondern mit Gott kann ich eine Beziehung anfangen, weil er seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, um mich zu erlösen.